evangelische Studentengemeinde war dann schwierig, weil wir ja abends Vorstellungen hatten. Ne? Also das war ja Theater, da arbeitet man vormittags in der Probe von 10 bis 2 oder 10 bis 3 und abends auch Probe oder Vorstellung. Also das ging dadurch nicht weiter. Was wir noch weiter betrieben haben mit einigen ehemaligen aus der ISG, die dann auch in den Beruf wechselten, haben wir so eine kleine Basisgruppe des konziliaren Prozesses. Jetzt musste ich selber nachdenken. Also Basisgruppe des konziliaren Prozesses für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung gegründet. Wir haben uns also die Papiere besorgt, die rotierten da auch in den kirchlichen Gremien. Und haben uns zusammengesetzt und sind in kirchliche Gemeindegruppen gegangen und praktisch für diesen Gedanken geworben, was damals vor allem so als praktisches oder scheinbar praktische Handlungsmöglichkeit für uns da war, war der Abschluss von persönlichen Friedensverträgen. Das war praktisch eine Vereinbarung mit einem Bürger der Bundesrepublik Deutschland, dass man auch im Krisenfall sich weigern wird, etwas zu tun, was diesem Partner im Westen schaden würde und umgekehrt die gleiche Versicherung. Man hat also versucht, so diese Konfrontation der Blöcke durch diese persönlichen Friedensverträge zu unterlaufen. Und dafür haben wir also in den Kirchengemeinden Weimars geworben, mit unterschiedlichem Erfolg. Aber wir haben halt versucht, diesen Gedanken weiter zu verbreiten. Das ist dann mehr oder weniger eingeschlafen, weil einige dann auch wegzogen aus Weimar und ich selber kriegte Kind und war dann auch anderweitig beschäftigt.